Ja, lass den Geweihten hier wahrscheinlich nicht, ne? Bin immer noch dafür, wir lassen Etelius hier. Ich bin mir sicher, ob eine Erbauung weiter hilfreich ist bei der Geburt. Das Kind muss gesegnet werden. Von welchem Geweihten der Götter ist egal, aber es muss gesegnet werden. Gut. Gerade nun Unser hier draußen. Angroschgeweihter. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass nicht gleich am Tag nach der Geburt ein Geweihter zur Stelle ist. Natürlich In nicht. Ich vielen bin. Dörfern bringt man das Kind in den nächstgrößeren Ort oder so. Aber ich hätte gerne eine Einschätzung, ob mit ihrem Zustand alles in Ordnung ist. Ich kann das selbst leider überhaupt nicht beurteilen. Ja, also Anatomie, aber mir hat zwar nur 10 Punkte und hat auch noch nie eine Geburt richtig begleitet, aber ja, der Frau geht's gut. Mit Geweihten ist natürlich immer besser, aber wir sind jetzt auch nicht irgendwie nahe den namenlosen Tagen. Also das sollte, das ist halt wirklich gut für die Seele und natürlich ist nur so eine Hebamme immer ganz gut. Zahnpriester sind ja auch explizit dafür da, aber wenn sie jetzt halt nicht da ist, wird man auch ohne so schaffen. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch wenn keine Zar-Geweihte da ist. Zar, die junge Göttin, wacht trotzdem über euch, wie sie über alle jungen Mütter und deren Kinder wacht. Neben euch am Fenster könnt ihr sehen, wie jetzt ein riesiger Schatten euch die Sonne nimmt und dann hämmert irgendjemand auf das Dach. Das ist jetzt schon wieder. Oh, greifen und ihr Ach, treibt bitte mir mal noch zieh! so Ich an kann das das nicht Brett. halten! Zieh es endlich! Ja, aber hier muss so ein Brett rein. Ich sehe doch das Loch von hier oben. Also wirklich. Wo ist eigentlich Diamantess, wenn man den mal braucht? Eine halbe Stunde später könnt ihr wieder an der mondsilbernden Drachentöter sein und habt die Informationen, die ihr braucht. Sephianil ist das nächste kleine Fischerdorf, natürlich verlassen, eine Ruine, Spukgeister, die dort umgehen, aber weiter im Norden von hier. Ihr seid also noch nicht falsch. Gut, Und dann. wir kommen zu der ersten Konstitutionsprobe nach 6 Stunden. Wie gesagt, hitzeempfindliche Helden würden dann eine Tabelle weiter nach unten rücken. Und nach 6 Stunden die Konstitutionsprobe. Wenn die misslingt, hier passieren Dinge wie Schwindel und Dinge, die sinken. Irgendwie erschwert. Nein, ist sie noch nicht. Okay. Haben wir denn jetzt auch schon 6 Punkte Erschöpfung oder habe ich das Ja, falsch genau. verstanden? Pro Stunde bekommt ihr einen Punkt Erschöpfung. Das sind dann 6 Punkte, weil ihr 6 Stunden habt. Und ihr arbeitet zurzeit nicht mit Metall, sondern eher nur mit Holz, mit dem ihr euch umgebt. Dementsprechend ist das noch kein Problem. Moment, ist diese Erschöpfung fix oder ist diese Erschöpfung kumulativ zum normalen Erschöpfungshaushalt? Die geht natürlich, wird hier draufgerechnet mit der üblichen Okay, in dem Fall Belastung. haben wir also keine Erschöpfung, weil man pro halbe Stunde einen abbaut und wir im Grunde nichts tun. Du baust sie nicht ab, Also nein. meinetwegen kann Ariana steht oben rum und tut Dinge und aber mir meinetwegen, aber zumindest Voltax sitzt hier nur rum, der tut nichts, der kann Ach sich so, ausruhen. wenn ihr euch nicht bewegt. Genau, was ihr könnt mit einer einstündigen Rast könnt ihr das beheben und wenn ihr als Offiziere nichts tut, sondern also wenn ihr nicht nicht arbeitet, sondern wirklich nur rastet, dann könnt ihr das beheben, ja. Ja, von daher können mindestens Boltax und Zulamin und Diamantis, ich brauche sich ja gar nicht aufschreiben. So, dann die Konstitutionsprobe ist bei Zulamin mehr als 5 Punkte misslungen. Dann wird daraus tatsächlich sogar nicht nur eine Erschöpfung, sondern ein Hitzschlag. Dann passieren noch andere Dinge. Möchtest du das Schicksalspunkten? Ich glaube ja. Gut. Schauen wir mal, ob das besser wird. Nein, es wird nicht besser. Okay, dann bekommst du erst einmal durch den Schwindelanfall 1W3 SPA. Deine Klugheit, deine Intuition und deine Gewandtheit sinken um 2 Punkte. Dann der Hitschlag, auch der wird getriggert. Eine misslungene Probe kostet 1W6 plus 2 SPA. Das würden wir dann also aus dem W3 machen wir dann den W6 plus 2. Zudem erleidet der Held einen Punkt Erschöpfung. Die Eigenschaften Klugheit, GE, KO und KK sinken um 2 Punkte. Übelkeit, Fieber und Unschärfe, also Sinneswahrnehmung, kommen dazu. Diese Auswirkungen vergehen nach 2 Tagen. Ist Entschuldigung, das? das war etwas viel und ich bin nicht ganz Ja, mitgekommen. kein Problem. KL, GE, KO und KK, also Klugheit, Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft sinken um 2 Punkte. Und die Auswirkungen verschwinden nach 2 Tagen.
Ist das eine Krankheit? Ich muss gucken. Ich glaube, es wird über Heilkunde Krankheiten kuriert. Aber das müsste ich im WDE nochmal nachgucken. Einen Moment. Beeinflusst das abgeleitete Werte? Ja. Viel Spaß beim Rechnen. Ich kann das eintragen, oder? Als Modifikator? Ja, du kannst diesen Modifikator, genau. Also ähnlich wie beim Attributo Körperkraft oder so, trägst du dann überall eine minus 2 ein. Die Werte werden automatisch berechnet. Kann ich durch meinen Konstitutionskrit meine Erschöpfung verlieren? Ich vermute schon. Deine Erschöpfung wird sowieso, weil du noch rastest du bist ja nicht aktiv am Arbeiten, dadurch wird das sowieso wieder minimiert. Das haben wir eben schon festgestellt, ja. Die Frage war dahin gut, die wurde aber erst später im Text beantwortet. Erschöpfung wird sowieso als relevant, wenn ihr eure Konstian Erschöpfung überschreitet. Genau. Dahin ist alles easy peasy. Okay, dann war noch was mit SPA. Habe ich Schaden? Oder wie sieht das aus? So, Moment, du bekommst 1W6 plus 2 SPA. War das 1W6 gewürfelt? Nee, hat das noch nicht gemacht. Dann machen wir das mal. Aua. Ja. Das sind 8 SPA, das heißt, du bekommst 8 Ausdauerverlust, das ist egal, aber 4 echte Schadenspunkte. Okay. So, Achas werden von der Schwüle nicht beeindruckt, sie scheinen sie sogar zu mögen. Ist uns leider gerade irgendwie nicht so hilfreich. Ja, ich muss gucken, wie das behandelt wird. Wenn du eigentlich ein Achas Sulamin, würde ich es jetzt sagen. Ich glaube, das könnte helfen. Ich glaube nicht, dann möchte Boltax mir nicht mehr helfen. Ja, dann helfe ich ihr nämlich nicht mehr. Hier steht nichts von der Heilung mit Heilkunde Krankheiten, Heilkunde Wunden, steht hier nichts drin. Natürlich nicht, es ist ein Hitzschlag, du musst dich aber mal fühlen und ausruhen. Einfach ausruhen, ja genau. Also du musst halt 2 Tage im Schatten sitzen, oder Nottagen, aber 2 Tage, ne? Du hast jetzt einen Sonnenstich bekommen. Die Frage. Also gut. Die Frage ist halt, ob ich das mit dem Ritual beheben kann, mit dem ich normalerweise auch Krankheiten kurieren kann. Okay. Das würde ich denken, ja, oder? Ja, okay. Wenn du jetzt Magie anbietest, dann würde ich sagen, ja. Genau, deshalb habe ich, dann bräuchte ich aber nur die Stufe der Krankheit. Also ich weiß nicht, wie es gibt hier keine Angabe. Okay, dann muss ich also pro forma nur die Probe schaffen. Zum Vergleich, Wundbrand hat Stufe 6, wenn ich mich nicht täusche. Nehmen wir Stufe 6. Würfel einfach mal dein Ritual und sag mir, was passiert, und dann können wir mal gucken, ob das hilft. Ihr verlasst Ras Nephidim wieder, tretet dann an Deck eures Schiffes und versucht euch wieder so ein bisschen zu akklimatisieren. Das schwere Fass mit den Fürsnichen, was ihr euch mitgenommen hattet, um die Vorräte wieder aufzustocken mit frischer Nahrung. Habt auch noch ein frisches Wasserfass von dem Bett bekommen. Die Dorfbewohner waren auf alle Fälle sehr hilfreich. Und so sinkt ihr dann so ein bisschen erschöpft auf eurem Deck wieder. In euren Kabinen zusammen, beziehungsweise könnt dann auch auf dem Kapitänsdeck dann zusammentreten und euch ein bisschen ausruhen. Ein Tee, der gereicht wird, und so machen wir weiter. Also, Zulamin hat in dem Dorf noch ein Gebet mit der Schwangeren gesprochen und ihr ein heiliges Symbol auf die Stirn gezeichnet. Aber schon auf dem Rückweg in dem kleinen Beiboot war sie irgendwie ein bisschen grün im Gesicht aus. Und wenn wir jetzt wieder an Deck sind, hat sie sich irgendwo in den Schatten geflüchtet und atmet recht schwer, hechelt irgendwie so ein bisschen. Sie wurde von der alanfanischen Sonne geküsst. Wir sind aber nicht in Alantha und es scheint gerade keine Sonne. Ja, aber so heißt das nun mal, richtig Diamantes. Wenn man so aussieht, wurde man von der Sonne geküsst. Das passiert hier eigentlich jede Woche ab und an einem Seemann auf einem Schiff. Irgendwie das ist nichts Besonderes. Hatte ich mir das angenehmer vorgestellt, von der Sonne geküsst zu werden? Komm, Sulamin. Ich dachte, da wird die Haut ganz rot. Ich begleite sie mal zu meiner Kajüte und. Danke, Abelmir. Sulamin stützt sich auf deinen Arm. Ich weiß nicht, Es hat schon vorher angefangen. Ich weiß nicht, vielleicht seit diesem Dorf mit diesem Krötenstein? Ich weiß nicht. Ihr habt Temperatur. Finstere exische Magie. Ich kann dagegen etwas tun, aber... Aber?
aber es wird euch nicht so ganz gefallen. Ich muss euren ganzen Körper mit Humus bedecken. Och, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt. Ja. Wie wollt ihr das hier tun, an Bord? Wir haben bestimmt ein bisschen Blätter von unserem guten Freund aus dem Alchemielabor und Holzspäne und wir finden schon was. Irgendwo sind sicherlich auch noch ein bisschen Stroh aus den Betten. Ja. Strohsack aufschneiden. Ihr wollt das alte, dreckige Stroh der Seeleute verwenden? Ja. Darum. Wollt ihr das wirklich so lamieren? Ich weiß nicht, aber so wie ich mich im Moment fühle, legt ich euch glaube mal nicht, hin. Dass ich... Ja, ich glaube nicht, dass ich gerade eine große Hilfe bin. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht etwas kaltes Wasser oder so? Natürlich. Vielleicht wird es wieder besser. Bootsjunge! Zu mir! Ja, ich komme! Vielleicht warten wir erstmal ein wenig ab. Oder, ich weiß nicht, ein kaltes Tuch oder so? Darf ich reinkommen? Natürlich, kommt rein. Er hat mir eingegriffen? Nein, ihr kümmert euch um die Geweihte. Sorgt, dass ihr immer frisches Wasser, ein kühles Tuch hat. Jawohl. So, als wäre es eure eigene Mutter. Also zu lange. Mama? So als ob, nicht als wenn. Ich glaube, das versteht er nicht. Kühlt ihr einfach. Ich komme gleich wieder. Ja, also zu lernen. Falls ihr euch doch dazu entscheidet, gegen diese böse exische Magie vorzugehen, die sich eurer Sinne bemächtigt hat, dann stehe ich selbstverständlich mit einem Sack voll Stroh und ein paar Blättern und Sägespänen bereit. Seid ihr euch sicher, dass es Magie ist? Natürlich. Habt ihr sie überprüft? Nein, das könnt ihr doch machen. Also ich finde immer noch, sie sieht aus wie die Menschen in Al-Anfa, wenn man zu lange in der Sonne war und ich man denke, kommt irgendwo aus dem Norden. Dann sehen die immer so aus. Und was tut ihr da in Al-Anfa? Kühe. Ja, also das ist im Prinzip lachen wir dann laut. Man gewöhnt sich da dran, man härtet richtig ab. Richtig. Ja, das im ersten Jahr hat man das ständig, im zweiten Jahr ab und zu. Und nach 5 Jahren, dann ist eigentlich weg. Nun, ich bin euch sehr verbunden, dass ihr bisher nicht lacht und ich komme eigentlich auch nicht aus dem Norden. Ich hasse die Kälte. Aber nur, weil ich euch so gern hab, sonst würde ich da hinten auf den Planken liegen und würde mich nicht einkriegen, weil ich es so witzig finden würde. Das ist sehr lieb von ihr, Rafim. Ja, als wenn es hier allein passiert wäre, wäre es schon witzig gewesen. Na, was nicht ist, kann ja noch werden. Oh, du bist so aufbauend. Bitte! Ja, kommt rein. Komm nach oben! Was ist jetzt schon wieder los? Du hörst, wie er mit deinem Holzbein über dir auf dem Achterdeck-Kastell runterstampft. Ich bin bald zurück. Ich geh nach oben, denn halt. Seht ihr es da drüben? Durch den Nebel? Ihr könnt sie Blasen sehen. Eine Wahlschule. Ein gutes Zeichen, oder? Nein. Nicht? Sie sind verletzt. Sie sind auf der Flucht. Irgendwas lauert da hinten. Das ist genau die Richtung, in die wir wollen. Verdammt. Eins Ohr zu mir! Captain? Ja, da sind wir schon. Das ging schnell. Seht einmal durchs Fernrohr. Dort hinten. Sieht aus wie Wale? Nun, die scheinen verletzt zu sein. Wie unser Kaplan sagte. Könnt ihr von hier aus sehen? Respekt. Er sagte etwas davon, dass sie fliehen vor etwas. Und wir sind genau in diese Richtung. Gibt nicht viele Sachen, vor denen eine ganze Walschule flieht. Die Haie mögen aggressiv sein, aber dass sie eine Schule angreifen, dann sind auch sie wahnsinnig. Was denkt ihr? Dämonenarche? Seeschlange? Mehr als eine, wenn, oder? Ja. Dafür müsste man die Wurzelzeichen lesen können. Ja, aber er blickt da mal wieder zum Kapitän. Ihr habt ja die Arbeit geschrieben, ne? Ja. Erzmager! Wo ist sie schon wieder hin? Ich geh sie suchen. Gut. Ich guck dir mal weiter durchs Fernrohr, ob ich irgendwas erkennen kann.
Du siehst, wie wohl ein gewaltiges Stück aus dem Wal rausgebissen worden ist. Zumindest aus einem derjenigen, die außen schwimmen, wohl ein älteres Tier. Ist wohl tatsächlich auf der Flucht, gemeinsam mit den anderen Herdentieren und zieht auch eine blutige Spur hinter sich. Kann man andere Flossen oder irgendwas sehen, was sie verfolgt? Nein. Finde ich Kohlrab in ihrem, ich hätte fast Kerwurf gesagt, ihrer Kajüte? Ja, du findest sie und sie liest wohl gerade ein Buch. Ja, Magistra, wenn ihr die Gnade hättet, uns eure Expertise zu leisten, wir, es geht um Wurzelzeichen. Wurzelzeichen. So. Die Anwesenheit oder die Abwesenheit? Idealerweise beides. Also gut, ich komme mit nach oben. Vielleicht finde ich ja etwas. Hab Dank. Und dann geht's wieder zum Captain zurück. Ja, auch Magister Kohlrab betrachtet sich das Ganze, legt ihre Stirn in Falten. Na, und was schätzt ihr? Eine Arche? Tja, ich bin kein Experte für Tiere zu Wasser, aber ich kann keine Wurzelzeichen in jüngster Vergangenheit auf der Oberfläche erkennen. Wohl aber wäre es möglich, dass sie sich gegen sie geworfen haben. Nun, wenn es keine Arche ist, dann muss es ein großes Tier sein. Eine Seeschlange? Ein großer Dekapode? Oder eine einzige Seeschlange? Dämonen. Allerdings würde ich dann sagen, dass die Dämonen zwar zubeißen, allerdings trotzdem andere Wunden schlagen. Auch die Größe des Bisses ließe sich auf keinen Hai schließen. Oder es ist ein besonders großer Hai. Nun, wir sollten auf vorsichtig informiert die Dukatengarde. Und die Geschützmannschaften sollen sich bereithalten. Sehr wohl. Ich dachte, denke ich mir an Jadan, aber okay, wenn sie es machen will. Nein, habe ich nicht vor. Allerdings werde ich mich auf eine Abwehr fokussieren. Könnte besser sein, wenn wir wirklich mit Dämonen zu tun haben. Fortifex, Guardianum. Ich werde der anderen Adepta Bescheid sagen. Diamant ist an Bord. An Deck! Captain, wenn da draußen wirklich ein Dämon unterwegs ist, kann vermutlich die nächste Arche nicht weit weg sein. Wir werden sehen, wir werden es vorbereiten. Hi, Kapitän! Mach die Geschütze klar. Sag den Dukaten ganz Bescheid. Geht in Alarmstellung. In Ordnung. Auf Gefechtsposition, Geschützmeister. Rechtsrollen einnehmen! Besetzt beide. Beide Masten mit Topgasten. Haltet Ausschau. Kann in der Grütze nicht sehen, Kapitän. Nee, soll trotzdem Ausschau halten. Währenddessen hörst du neben dir die Magistra murmeln, wie sie einen Exposami zaubert. Ja, derweil unten bei Boltax und Zulamin. Dein Ritual. Also Zulamin, möchtest du es jetzt? Soll ich dir helfen? Was geht da oben vor sich? Weiß es nicht, ich war nicht dort. Habe etwas von Position gehört. Wahrscheinlich machen sie wieder irgendwelche Schießübungen. Gut. Es klingt zwar komisch, was du da vorhast, und ich kann mir nicht vorstellen, wie das helfen soll. Aber ich habe Vertrauen in deine Künste, also wenn du irgendwas machen kannst, dann mach. Das ist gut, aber es wird etwa ein Dreiviertelstundenglas dauern. Ja, leg dich am besten hier so flach auf den Boden und dann werde ich deinen Körper erst mit ein bisschen Sägespänen und dann mit dem Stroh bedecken. Ja, nur dein Kopf muss frei bleiben. So, das mal. Ja, ja. Liegst du halbwegs bequem oder ist es etwas unangenehm? Ich habe schon unangenehmer gelegen. Ja, das ist gut, das ist gut. So, dann musst du deinen Kopf auf meinen Schoß legen und wir müssen gemeinsam zu Sumo beten. Sumo wird durch mich die Kraft, die in Humus ist, zu deiner Verfügung, zu deiner Heilung bereitstellen. Wird kanalisiert durch mich und fließt in dich hinein. Ja?
Ich vergesse immer wieder, dass ihr auch ein Geweihter seid, Boltax. Auch wenn eure Göttin euch mit Magie gesegnet hat. Naja, Magie oder dieses Hokuspokus-Zeug von Yalan, es ist im Grunde doch nicht so verschieden. Wir alle nehmen durch unsere Götter Einfluss auf die Welt. Das ist, worum es am Ende geht, ihren Willen zu vertreten. Da bin ich wieder, ich hab Wasser mit. Das ist gut, stell das Wasser hier hin und dann darfst du zum 1O gehen und ihm helfen. Du hast deine Aufgabe gut gemacht. So, Sulamin, dann beten wir. Herrin Sumu, spende dieser Herrin deiner Tochter, Herrin Rajas, Kräfte, dass sie sich bald erholen möge von finsterem Echsenwirken, das auf sie hereingeprasselt ist. Sumu, dein ist die Kraft, sie zu heilen. Ja, und dann wirke ich mein Ritual, Kräfte der Natur. Das gelingt. Ich lese es einmal vor. Die Macht des Rituals erlaubt es dem Ringträger, der heilenden Energie der Erdkraft den Zugang zu einem Kranken oder Verletzten zu eröffnen. Dann geht es erstmal eine ganze Weile um RKP-Stern, die Lebenspunkte zurückbilden. Also in dem Fall hätte ich ihr 30 Lebenspunkte zurückgeben können. Oder Heilen von Wunden erhält der Patient RKW mal 2 RLP, die dem Geoden abgezogen werden, und beim Heilen einer Krankheit geht diese auf den Geoden über, wenn die Probe versagen würde. Ich kann aber auch eine Krankheit der höchsten Stufe in Höhe der RKP-Stern zum Erliegen bringen. Also wenn die Hitzschlag bis zu einer Krankheitsstufe von 15 hätte, könnte ich sie zum Erliegen bringen. Ja. Ich würde einfach mal den Hitzschlag auf 7 setzen, weil du bei einer Schwüle, misslingt die Probe um 5 Punkte, wird daraus ein Hitzschlag. Also ich würde sie einfach auf... Alles klar. Ich setze sie auf 6. Ja, alles gut. Wie gesagt... Damit geht sie nicht auf dich über und nee. Sie ist tatsächlich in diesem Rahmen geheilt. Nee, sie wäre auch nur auf mich übergegangen, wenn ich die Probe nicht geschafft hätte. Also genau, wenn sie misslungen wäre, ja. Du hast sie mit Sägespänen bedeckt, oder was war das? Sägespänen mit ein paar Blättern, die ich mir aus dem Alchemielabor geholt habe, also frische Blätter mit kleinen, wie gesagt, ein bisschen aus den Schlafsäcken, was ich so mir abgezweigt habe. Hier ein paar Halme, da ein paar Halme und dann halt genug von diesen Strohhalmen gesammelt, dass ich ihren Körper vollständig bedecken konnte. Okay, ja, wenn du das Problem beschreibst, dann wird dir Kanesetiana Conchines mitgeben und noch den Ratschlag mit auf den Weg geben, dass du aus der Kombüse für sie frischen Quark holen sollst. Vielleicht haben die das ja, so Ziegenquark oder sowas könnte man ja eventuell anrühren. Und während du sie dann damit bedeckt hast, dein Ritual sprichst und dann gemeinsam betest, kannst du erkennen, wie dann wohl die Sägespäne so ein bisschen sich bewegen und so als schützende Holzrüstung in Sulamin einwachsen. Zumindest sieht das ein bisschen so aus. Irgendwann, wenn sie sich dann aber wieder schüttelt, fällt das wieder von ihr ab. Und Sulamin ist nicht mehr so sehr krebsrot, wie sie es eben noch war. Der Kater, der noch mit im Raum ist, findet das wahrscheinlich super spannend und spaziert ein bisschen auf Sulamins Bauch herum und besieht sich das Ganze während dem Ritual. Und Sulamin selber faltet die Hände so vor der Brust und spricht die Worte von Boltax zwar nicht mit, aber betet mit geschlossenen Augen ebenfalls. Und wenn Boltax sich dann nach einer ziemlich langen Zeit wieder rührt, stützt er sich auf den Ellenbogen. Ich fühle mich besser, Boltax. Ich werde fast eingeschlafen. Ah, das ist ein Teil der heilenden Wirkung. Seht ihr, der Echsenzauber ist gebrochen. Schön, dass es euch besser geht. Was für ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, ich würde jetzt hier tagelang herumliegen, während, keine Ahnung, das Schiff angegriffen wird und ihr euch mit den Hexen trefft und ich nichts tun kann.
Naja, keine Sorge. Das meiste Stroh kam ohnehin aus Jarlans Probett. Es wird ihm nicht fehlen. Als Bandstrahler ist er Entbehrungen ja gewöhnt. In der Tat. Nun, aber schön, dass ihr wieder wohl auf seid. Es wird vielleicht noch ein paar Minuten, vielleicht eine Viertelstundenglas dauern, bis die Sägespäne komplett abgefallen sind. Dann dürfte wieder alles sein, wie normal. Ich denke, ich werde noch mal einen Schluck trinken und dann schicke ich einen der Halbmatrosen, damit sie Abelmirs Boden aufkehren. Ja, eigentlich ist es jetzt keine Verschlechterung. So ein bisschen Humus, das ist schon ganz schön. Aber wir wollen ja nicht, dass Abelmir sich fragt, warum hier Stroh rumliegt. Nein, das wollen wir nicht. Und erst seine Frau. Oh ja. Nun, dann gehe ich mal an Deck und werde schauen, was da eigentlich so vor sich geht. Ich komme gleich nach. Natürlich.